Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Graf. So, Flying Bug Attack. Guck gerade, sind die schon da? Nee, noch sind sie nicht da. Ich brauche leider nochmal dringend Ressourcen. Ich wollte eigentlich mich jetzt hinsetzen und offline mal Ressourcen finden. Aber ich kriege das zeitlich gerade nicht hin, weil ich eben noch ein paar längere Telefonate hatte, unter anderem auch wegen meines Internetanschlusses. Eine Neverending Story. Ja. Das wird erstmal nichts. Na, jetzt hatte ich halt die Wahl. Entweder. Was ist das denn? Entweder bringe ich jetzt gar keine Folge Graf raus, oder ich sammle auch mal ganz kurz mit euch ein bisschen Holz. Und. Naja, ich will mal versuchen, das so kurzweilig wie möglich zu halten hier. Kann man den eigentlich irgendwie abknallen? Na. Hallo, Ben. Ja, hallo. Das sind noch nicht die Bugs, ne? Nee. Ich will mal gucken, ob ich meinen Campfire nicht aufrüsten kann. Ich müsste hier ja eines. Na komm. Und ich schon wieder. Danke. Ich will mal gucken, ob ich meinen Campfire nicht aufrüsten kann. Wo steht denn? Das ist es nicht. Ist das. Verschwindet das nach einer Zeit? Ich glaube, wenn man es benutzt hat, verschwindet das, ne? Das stand doch ursprünglich mal hier. Genau. Warum wächst hier überhaupt ein Baum rein? Den nehme ich erstmal weg hier. Die Level 4 Kiste, die wollten wir eigentlich nochmal gesucht haben. Die hatte ich ja nicht mehr wieder gefunden. Und diesen Baum nehme ich auch weg. Ist ja ein bisschen komisch, dass die Bäume direkt hier durchwachsen. Ursprünglich stand hier auch gar keiner. So, dann geht das jetzt auch in Ordnung. Und wenn ich mich recht erinnere, müsste die Kiste irgendwo da oben liegen, glaube ich. Mal schauen, ist auf die Entfernung hier eigentlich ganz gut auszumachen. Und wenn ich auf dem Weg hier noch Ressourcen finde, wie zum Beispiel Erze oder Fossilien, dann nehme ich die eben kurz mit. Bäume mache ich dann wirklich irgendwie mal vor der nächsten Folge offline. Aber diese große rote Kiste, die müsste ja. Also wenn er sich den Spawnpunkt merkt. Ich weiß gar nicht, ob die jedes Mal andere spawnen, wenn ich. Wenn ich neu starte, würde ich aber komisch finden. Den nehmen wir mal mit hier. Ein paar XP können nicht schaden. Okay, das ging ja fix. Es gab mittlerweile auch wieder ein paar Updates. Aber ich glaube, die Patchnotes beschäftigen sich momentan auch überwiegend wirklich mit Bugs, also mit Fehlern, nicht mit den Käfern hier. Oh, Level 4, das ist ja schon ein ebenbürtiger Gegner. Ich will mal gucken, ob ich den nicht. Ja, genau, einfach draufbleiben und verkloppen. Ich habe ja so ein paar Tipps von euch bekommen, wie man mit denen etwas besser umgeht. Und ich sollte halt sehen, dass ich dann auch in Nahkampfreichweite. Ja, aber er wollte das. Ja, da ist eine Kiste. Das wird die Kiste sein. Könnte er nicht mitspielen? Jo, das wird die Kiste sein, hoffe ich mal. Und ich mache es aber noch spannender. Ich hole mir die Fossilien und die Mineral, der da vorne. Das Mineral. Edelstein ist das ja. So, das ist schön, dass ich die wieder gefunden habe. Oh, hier sind auch Level 5 und 6 Gegner. Nee. Verdammt, das ist eine Level 5 Kiste. Ist es jetzt angestiegen oder. Aber Level 5 bin ich doch jetzt noch gar nicht. Und ich stelle auch mal in Frage, ob ich jetzt noch Level 5 werde. Okay, dann würde ich das jetzt so machen. Dann kloppe ich jetzt so viele Gegner, wie es irgendwie geht. Damit ich noch Level 5 werde. Oh. Bei dem müsste ich aber aufpassen. Das ist so ein benannter Gegner. Der könnte schwieriger werden. Ich glaube, da passe ich mal lieber auf. Und dann schnappe ich mir den hier. Der ist schon Level 6.
Ja, der kann mich natürlich auch mal eben killen. Ja, komm. Ja, schwierig. Der tat doch doller weh, als ich wollte. Hm. Da muss ich mir jetzt doch ein Campfire machen und tanzen. Ach, wie doof ist das. Campfire wollte ich eigentlich vermeiden. Moment, Materials, nee, unter Builds und dann Placed Items, Campfire, Build. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das Campfire nicht upgraden können. At Wood, wofür ist das denn? Ich mach mal Upgrade. Ja. So, jetzt haben wir Campfire Level 2. Gut. Nee, da will ich raus und jetzt tanzen wir mal. Ich könnte mir vorstellen, dass man an einem Campfire Level 2, dass man sich schneller heilt. Ich hoffe, dass es so ist, sonst würde ich ja keinen Sinn darin sehen, Campfire abzugraden. Die Moves sind eigentlich ganz cool, die er da macht. Ich finde, sie haben in die Tanzanimationen mehr Arbeit reingesteckt, als in die eigentlichen Animationen. Jetzt ist es wieder schwierig, ne? Schneide ich das oder schneide ich das nicht? Ich habe ja auch keine Lust, ständig Videos zu schneiden. Also was heißt keine Lust, aber wir müssen uns hier mal irgendwas einfallen lassen, ne? Mit dem Tanzen und Heilen. Also die Level 6 Gegner erscheinen mir gerade etwas zu fies noch für mich. Das kann ich nicht bringen. Das heißt, ich sollte mir gleich mal schnellstmöglich unschuldige Level 4 Gegner holen. Da kommt doch irgendwas auf mich zu. Ist der... Okay, das ist ein gutartiger. Glaube ich. Der hat einen weißen Namen. Der wird mir wohl nichts tun. Hoffe ich. Ich wollte sagen, der kommt jetzt zielstrebig auf mich zu und haut mir was auf die Mütze. Würde mich nicht wundern. Das Heilen könnte wirklich echt schneller gehen, ne? Oder? Ich finde das sehr, 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 sehr langsam. Das macht jetzt so im Solo, macht das echt nicht viel Spaß. Ich weiß auch nicht, was ich dabei gedacht habe. Sieht ja ganz putzig aus, aber... Also es müsste schon also 3-4 Mal schneller gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand großartig Lust hat, immer an so einem Campfire zu stehen und sich das anzugucken. Also selbst außerhalb der Aufnahme würde mir das nicht so wahnsinnig viel Spaß machen. So, deshalb breche ich jetzt auch erstmal ab und suche mir mal kleinere Gegner wie... Na, okay, Level 2 ist jetzt vielleicht nicht so... Außen haut er wieder ab. Den hier, Level 3. Ich hoffe, dass der mal stehen bleibt. Komm her. Oh, das kann doch nicht angehen. Dann nicht den hier. Könnte ich mal... Mann, ich will dich doch nur auseinandernehmen. Genau. Und zwar möglichst viel von euch. Sind leider nur Zweier hier, aber da muss ich halt eben mit Kollegen nehmen. Bringen die denn noch Erfahrungspunkte? Ja, ein paar bringen die noch. Und Ressourcen kriege ich da ja auch draus. So ein paar. Essen und sowas. Bleib hier. War hier nicht noch einer? Ich dachte, hier wäre noch einer gewesen. Na, jetzt bin ich hier festgebackt. Ich will diese Kiste haben. Und zwar möglichst noch in dieser Aufnahme, weil ich mache jetzt nur diese eine Aufnahme heute. Und den Server zu starten dauert schon mal so wahnsinnig lange. Ach, guck mal, eine andere Kiste. Ist das vielleicht unsere Level 4 Kiste? Nee, das ist irgendeine Kiste. Obwohl, nee, das könnte unsere Level 4 Kiste vielleicht sein. Schwer zu sagen, ich kriege ja jetzt nicht die Meldung, dass ich dieses und jenes Level brauche, wenn ich denn das Level habe, um die zu öffnen. Dann kommt das ja nicht mehr. Was macht denn da rechts für ein Geräusch in meinem Ohr? Da ist doch irgendwas. Ja, da gucken wir gleich mal, was da drin war. Was hat denn hier für ein Geräusch gemacht? Hab ich irgendwas gehört? Gut. Aber vielleicht kriegen wir auch noch die Silberkiste. Da haben wir noch zwei.
macht denn da so ein Geräusch? Ach, er hier. Level 4. Frozen Tech Hunter. Na, 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 komm. Du wirst doch wohl... Oh, schön ausgewichen. Sauber. Boah, ja, da habe ich mir einen Health-Stim eingeschmissen. Das war auch notwendig, sonst wäre ich wohl gestorben. Man muss sie nur einmal erwischen und dann geht's auch. Wann hält der denn so viel aus? Ach, der war Level 4, was? Egal, ich brauche XP. Ich brauche unbedingt Erfahrungspunkte. Was ist das? Das ist Level 2. Da wird wieder kein Problem sein. Komm her. Danke. Jo, hallo. Und den nehme ich auch noch mit, wenn es irgendwie geht. Ich will meinen Speedstim, wenn ich eins habe, nicht hierfür einsetzen. Das nehme ich lieber zum Fliehen. Komm her. Ein, zwei Gegner. Flying Bug Attack ist jetzt kleiner als One Day. Komm, und komm her. Schwierig. Jetzt bin ich heiß drauf. Jetzt will ich auch wissen, was in der anderen Kiste ist. Auch schön, noch einer. Oh, der ist Level 3. Er kann sich einmal wehren, bevor er tot ist. Und der ist auch Level 3. Aber komm, den kriege ich doch auch mit meinen wenigen HP. Komm, einen noch. Laufen wir schon mal grob in die Richtung, wo wir die Kiste vermuten. Wenn ich mich jetzt hier nicht verlaufen habe, müsste das ja irgendwo in der Richtung sein. Aber die nehme ich noch mit. Aber auf jeden Fall. Und dann wollen wir mal gucken, was wir dann so schönes bauen können. Es kam ja nochmal der Hinweis, ich sollte mir mal Multitool... Level 2 bauen. Zweimal hat T-Farsim in Minecraft mich drauf angesprochen. Ja, aber dann schreib mir doch mal, warum. Also, einfach nur, bau mal das Multitool, ist ja schön und gut, aber erntet man damit schneller oder nicht? Oder wie sieht das aus? So, was haben wir denn hier? Ach, Level, hier kommen Level 1 Gegner. Ich glaube, dann laufe ich gerade falsch. Ja, mal gucken, ob ich jetzt im Dunkeln noch die Kiste finde. Ich glaube, das gestaltet sich auch schwierig. Also ich glaube, jemand anders hatte geschrieben, so viel schneller ist das Multitool nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Ich muss ich mir erstmal herstellen, um es dann zu sehen. Okay, da hinten ist unsere Base. Dann muss ich hier in die Richtung für diese Kiste. Und mir fehlt nur noch ein einziger Mob. Und dann haben wir einen Levelaufstieg. Und ich würde sagen, da bietet sich doch dieser Hund hier in Level 5 sehr gut an. Jetzt lauf nicht so weit weg, Mensch. Komm her. Können ja nicht so viel, wenn man hinter ihm bleibt. Danke, Level Up. Wo ist meine Kiste? Finde ich die jetzt im Dunkeln wieder? Hier hinten, wo die Höhle war, schwierig. Moment, da brennt ein Campfire. Das habe ich doch dann vorhin aufgestellt. Da ist doch auch eine Kiste. Ich finde, das sieht optisch jetzt schon wieder anders aus. Wie ich das Campfire? Ist das wirklich die Kiste, die da stand? Wir werden sie ja sehen. Könnte sein, ne? Oder hat sich das hier schon wieder verändert? Ach doch, klar. Ich bin an vorbeigelaufen, wollte den Diamanten da noch holen und dann irgendwie so, ja, irgendwas, ne? Ja Mensch, dann bin ich ja wieder erwarten doch ganz zufrieden mit der Folge.
Bloß alles mitnehmen. Auf sowas könnten wir eigentlich mal einen Harvester stellen. Kann ich den direkt hier bauen? Crafting. Base Storage. Ach, den hatte ich ja schon. Arrow Sign, ein Uplink. Campfire, eine Farm. Okay, da wächst Essen. Power, Force Field. Ach, cool, ein Schutzschildgenerator. Keep the riffraff out of your base with this Force Field door. Ach, dann kann man da. Weil ja meine Gebäude keine richtige Tür haben, dann kann ich die davor setzen und dann kommt keiner mehr rein. Das ist ja mal cool. Armory? Nee. BI? Was kann ich hier machen? Stim habe ich zwei. Ich habe Invisible Stim. Cool. Dann werde ich eine Zeit lang unsichtbar. Das finde ich ja auch interessant. Da gibt es ja auch schon wahrscheinlich eine Taste für. Das finde ich komisch, dass hier 0 steht. Aber ich kann die wahrscheinlich alle herstellen, denke ich mir, oder? Da blicke ich nicht so richtig durch. Ich würde sagen, ja. Ganz viele verschiedene Materialien kriegt man hier zusammen. Okay, gucken wir mal. Dann laufen wir mal zurück zu unserer Base. Ja doch. Das muss ich hier gerade nicht haben, mich im Dunkeln mit den Jungs anzulegen. Und nächsten Tag kommt vor allen Dingen auch die Bugs. Wow, mit dem will ich mich auf gar keinen Fall anlegen. Der ist übel. Vor allen Dingen sind da gerade zwei, die gegeneinander kämpfen. Ich muss mal sehen, in welche Richtung ich. Was bist du denn hier? Ah, okay. Ein Level 1 Schleim, dann bin ich auf der richtigen Fährte. Ja, da ist es ja schon. Ich muss mal gucken, wo ich einen Harvester bauen kann. Den würde ich da hinten sonst gerne mal drauf absetzen. Weil dann kriegen wir Element X. Und hier kommt, ich nehme mich nochmal mit. So, aber so jetzt kleinere verprügeln kann ja auf Dauer auch nichts sein. Ich werde mir jetzt mal eine Science Station craften. Auf jeden Fall. Das soll sehr gut sein. Die kann ich doch schon herstellen. Crafting Science Station. Not enough space. Die packe ich dann mal hier neben. Was denn? Wer schreit denn da so? Eine Science Station. Die kann ich mir herstellen. Research Level across all stations. Okay. So. Jetzt müsste sie hier aufpoppen. So. Was können wir mit der machen? Da können wir uns, und danke für den Hinweis, da kann ich mir nämlich einen Health-Stim herstellen. Moment, a pretty inefficient health space. But works, but cost. Okay, das ist ein ineffizientes Health-Stim. Kostet aber wohl relativ viel. 20 Gem, Food, okay. Und der normale Health-Stim kostet viel weniger. Aber braucht eine Life Essence. Okay. Invisible Stim und Speed Stim. Kostet alles Essen. Okay. Aber Essen habe ich ja. Dann nehme ich mir hier auf alle Fälle mal ein paar Health Stims. Eins, zwei, drei, vier. So, dann haben wir ein bisschen was. Fünf. Consumables kann ich noch nicht herstellen. Bandoliers. Okay. Locate. Ah, building this will show you the latitude, longitude of a location on the planet and the hut. Okay. Wenn ich das einmal gebaut habe, dann habe ich es immer. Dann baue ich doch mal einen Locator. Und jetzt habe ich den Locator. Ach, hier oben, da, Latitude. Seht ihr rechts oben in der Ecke? Da, ach nee, kann ich jetzt nicht zeigen, ne? Oder? Warte mal, das, hier. Nee, da oben steht's gleich. Das sind meine Koordinaten. Okay, dann weiß ich, ich stehe, meine Base ist bei 800 und 680. Also bei minus 800 und 680. Gut, dass ich es jetzt weiß. Kann ich mit dem machen? Gar nichts, ne? Wofür ist denn das Uplink? Das frage ich mich auch. Kann ich auch noch nichts Neues herstellen? Habe ich hier irgendwas gelernt?
Die Rusty Pistol würde ich mir ganz gerne herstellen. Da brauche ich Cut Gem und Ore Bars für. Okay, da würde ich jetzt aber sagen, die probieren wir mal jetzt nächsten Tag aus. Ja, die probieren wir nächsten Tag aus. Cut Gem brauche ich nochmal 2. Und Orba brauche ich, glaube ich, auch noch 2. Ne? Machen wir mal 4. Weapons, Rusty Pistol. Orba. Not enough. Ich brauche noch so viel. Ich brauche noch 2 Orbas. Nein, mir fehlt doch genau eine. Okay, dann müssen wir es jetzt wirklich mal in der nächsten Folge herstellen. Eine Flare Gun. Okay, kann ich mit in die Luft schießen? Bringt mir jetzt, wenn ich alleine bin, irgendwie nicht so richtig was, weil, ja, da habe ich nicht so wahnsinnig viel von. Armor ist noch keine neue dazugekommen. Multitool Mark 2, Multitool Mark 3 kann ich nicht herstellen. Da brauche ich noch ganz viele andere Sachen. Radioaktives Erz und so. Spherical Cube kann ich auch noch nicht hier. Multitool Mark 2. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich es gerade noch nicht herstellen. Okay, ich brauche also viel mehr Erze. Gut, dann ist das so. Jetzt kommt auch wahrscheinlich die Flying Bug Attack. Auf jeden Fall wird gerade Musik eingeblendet. Das ist vielleicht für mich ein Zeichen, dass ich jetzt gehe. Ich weiß es noch nicht. Die klingt aber ganz schmissig, wie jetzt im Hintergrund läuft die Musik. Die gefällt mir. Ich glaube, da kommen die Flying Bugs schon. Ne? Das sieht nach so vielen aus. Jetzt ist die Musik vorbei. Komisch. Und ein bisschen leise und ein bisschen kurz. Okay, okay. Ja, okay, dann werden wir versuchen, in der nächsten Folge auf jeden Fall mal eine Schusswaffe herzustellen. Hi, und dafür suchen wir uns hier mal ein paar Erze. Und dann funktioniert das wohl auch. Dann habe ich endlich eine Fernwaffe. Und dann traue ich mich damit vielleicht auch mal in einen Dungeon. Aber ich brauche erst ganz, ganz, ganz viele Erze, damit ich auch möglichst viele Schuss habe. Okay, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis... Ja? Ach, der hat nur diese Pets, ne? Da könnte ich mir allerdings mal eins holen. Element X. Hm, ich habe da gerade ausreichend für. Wer weiß, vielleicht brauche ich das noch für ein anderes Gebäude. Hm. Gucken wir mal. Das ist, vielleicht gucke ich mal erst nach so einem Harvester, dass ich mir den herstellen kann. So langsam kriege ich hier eine kleine Station zusammen. Okay, okay. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.